Jo, herzlich willkommen. Diesmal geht es um die MK23 SOCOM Silencer. Und zwar, das ist eine modifizierte MK23 SOCOM und das auch die erste modifizierte Version davon. Und zwar mit einem Schalldämpfer, mehr nicht. Außerdem ist der Unterschied zwischen der normalen MK23 SOCOM, nicht MK23, naja, man kann sie auch so nennen. Auf jeden Fall, der Unterschied zwischen der normalen und der Silence-Version ist, dass die Silence-Version wirklich sehr leise ist. Außerdem ist die Reload-Time auch schneller und die ist eben halt nicht so eine Rumposerei, so wie bei der MK23 SOCOM. Ihr kennt die sicherlich, die gibt es für 38.000 GP im Item-Store, soweit ich weiß. Ich glaube, das waren 38.000, ich bin mir nicht sicher. Ich bin kaum im Item-Store und ich habe auch kaum GP-Waffen, also ja. Mein Storage besteht eigentlich nur aus permanenten Waffen oder eben halt temporären Waffen, die ich eben halt durch Crate Spin gewonnen habe. Naja, egal. Kommen wir zu den Stats. Auf den Kopf macht sie an die 83 bis 100 Damage. Auf den Körper, also auf den Oberkörper, macht sie 30 bis 33 und auf den Unterkörper 17 bis 21. Also die Stats sind identisch wie bei der normalen MK23 SOCOM. Sie hat 13 Munitionen im Magazin und eigentlich man kann auch gar nicht so viel zu der sagen. Also, es macht wirklich einen Heidenspaß, mit der zu spielen. Ihr habt sie bekommen, also die natürlich, die die Iron Beast vorbestellt haben, haben die für 30 Tage dazu bekommen, so wie die Lotus Axe. Die habe ich ja auch schon reviewed, ihr könnt auch einfach auf meinem Channel mal schauen. Und da seht ihr das auch. Ja, auf jeden Fall, sie ist in 2 Sekunden leer geschossen und in 1,9 Sekunden ist sie nachgeladen. Ja. Und mehr kann man zu der nicht sagen. Sie ist üblich schwer wie die anderen Pistolen. Man ist nicht wirklich, naja, schwerer, leichter. Man läuft nicht langsamer als eine Desert oder sowas. Auf jeden Fall, ja, das war's auch schon. Sie ist außerdem automatisch, mit Rechtsklick kann man nichts machen. Naja, nicht automatisch, sondern immer, sie schießt wirklich schnell. Also so schnell wie ihr klickt, so schnell schießt sie auch. So kann man das eigentlich sagen, weil das einzig Doofe ist, man schießt ja. Und wenn man so schnell klickt, dann bewegt sich ja die Maus immer ein bisschen mit. Also bei mir ist das auf jeden Fall so. Und wenn ich eben halt so schieße, da treffe ich kaum. Und deswegen, außerdem bin ich sehr ungeübt. Also, naja, ich habe lange nicht mehr Crossfire gezockt. Deswegen tut es mir leid, dass ich das Gameplay ein bisschen hart verkacke. Aber ich gebe mir immer das Beste. Naja, nicht immer. Okay. Auf jeden Fall, das war's doch schon wieder zum Review. Kurz und knapp. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut bei meinem Partnerkanal vorbei. Und bis dann. Liked es, favorisiert es, kommentiert es und erzählt es euren Freunden und lasst ein Abo da. Tschö, bis dann. It's Tea Time, Bitch.